Viele Männer würden eine Frau, die sie sehen und die sie attraktiv finden, nicht ansprechen, weil sie sich denken, okay, sie hat wahrscheinlich eh einen Freund. Und in diesem Video werde ich dir Satz für Satz erklären, was du sagen kannst, wenn dir eine Frau genau das bringt. Sorry, ich habe einen Freund. Also ich werde dir die genaue Antwort dazu geben. Und ich habe jetzt hier auch eine kleine Bildschirmpräsentation zusammengestellt. Einfach weil ich dir die einzelnen Sachen mitgeben werde, ganz detailliert. Normalerweise gebe ich meinen Kunden jetzt auch nicht mit, was sie Wort für Wort sagen sollen, denn am Ende des Tages soll man seine eigene Persönlichkeit rüberbringen, es soll authentisch sein und es ist eigentlich relativ egal, was man sagt, in der Regel. Aber für diesen Fall, dass sie einen Freund hat, gibt es eine Sache, ein paar Sätze, die sich sehr bewährt haben, die man auch nutzen kann, gebe ich auch meinen Kunden so mit. Und warum nehme ich mir jetzt das Recht raus, dir darüber was zu erzählen? Naja, ich mache seit 3 Jahren nichts anderes, als Männern dabei zu helfen, die richtige Partnerin zu finden. Und da habe ich auch oft diese Frage gestellt bekommen, was man da antworten kann. Und ich habe auch selbst, als ich früher Single war, in der Vergangenheit tausende Frauen im Alltag angesprochen. Ich habe Frauen im Supermarkt angesprochen, ich habe Frauen auf der Straße angesprochen, in einem Café angesprochen, in einem Einkaufszentrum. Und diesen Satz, hey du, sorry, ich habe einen Freund, den habe ich auch schon tausende Male gehört, was einfach sehr oft vorkommt. Und mit der Zeit habe ich für mich die richtige Antwort gefunden, wurde auch noch irgendwann richtig gut darin und genau das möchte ich hier dir mitgeben. Wichtig, vorab muss man erstmal klären, bevor ich dir sage, was du wirklich ganz genau sagen sollst, muss man klären, warum willst du das lernen? Also warum ist dir das wichtig? Denn wenn deine Intention ist, dass du eine Frau, die eigentlich glücklich vergeben ist, die ihren Typen ausspannen willst und einfach so quasi sie klar machen willst, obwohl sie vergeben ist, dann schalt bitte dieses Video ab. Dann möchte ich dir nicht helfen und dann wird dir auch das nicht bringen, was ich dir erklären werde. Oder wenn deine Intention die ist, du willst dir beweisen, dass du irgendwie ein krasser Casanova oder Macker bist und dir ist es vollkommen egal, ob die Frau in deiner Anwesenheit eine gute Zeit hat und du willst die Frau einfach nur manipulieren, damit sie dein Ego bestätigt, dann schalt dieses Video ab. Damit das, was ich dir jetzt gleich mitgebe, funktioniert, setze ich ein gewisses Grundlevel an Empathie und sozialer Intelligenz voraus, dass du erkennen kannst, ob eine Person sich in deiner Anwesenheit grundsätzlich wohlfühlt, wenn du sie ansprichst. Und ich setze auch ein gewisses Level an Ruhe und Gelassenheit voraus, wenn du jemanden ansprichst. Wenn du jemand gerade bist, der sich noch nie getraut hat, eine Frau anzusprechen. Da kann dieser Satz, den ich jetzt gleich mitgeben werde, dir helfen, dass du zumindest für diesen Fall, hey, sie hat einen Freund, dass du weißt, was du sagen kannst. Aber das wird nicht deine Probleme lösen. Denn wenn du einfach viel zu nervös, viel zu unsicher bist in dem Moment, dann hast du nicht die Ruhe, die soziale Intelligenz, die Lockerheit in dem Moment, um wirklich gut und entspannt mit dieser Situation umgehen zu können. Diese Sätze, die ich dir gleich geben werde, die helfen dir nur für den Fall, dass die Frau eigentlich Single ist und grundsätzlich jemand Interesse daran hat, jemanden kennenzulernen, aber einfach nur überrumpelt von der Tatsache war, dass du sie angesprochen hast und überfordert ist. Und sie dann einfach quasi, die gesagt hat, als Vorwand, dass sie einen Freund hat. Oder dieser Satz hilft dir auch für den Fall, dass die Frau vergeben ist, aber Lust hat auf einen coolen Smalltalk mit dem Fremden. Denn es kann ja sein, die Frau ist vergeben und würde ihren Partner auch nicht betrügen für dich oder sowas. Aber sie hat nichts dagegen, jetzt einfach mal 3, 4, 5 Minuten nochmal mit dir sich cool zu unterhalten, weil sie sympathisch fand, dass du rüberkamst. Und so hast du einfach die Situation, dass du nicht direkt quasi den Kopf sacken lässt, wenn sie sagt, sie hat einen Freund und dann direkt beschämt rausgehst aus der Situation, sondern du kannst damit noch entspannt umgehen und wenn du merkst, sie hat auch Lust, sich weiter zu unterhalten, dann habt ihr einfach ein cooles Gespräch und du hast nicht dieses Gefühl von einem Korb, also dass du sagst, okay, sie hat einen Freund und ich gehe direkt raus, sondern sie hat einen Freund, sie hat auch nichts dagegen, sich grundsätzlich mit mir zu unterhalten und wir haben ein cooles Gespräch und dann entscheide ich mich halt irgendwann von alleine zu gehen. Ich werde nicht gekorbt, sondern ich entscheide mich einfach aus diesem Gespräch zu gehen. Und das ist halt eine viel, viel bessere Einstellung, die man haben kann, wenn man halt auf eine Frau zugeht, wenn man halt weiß, okay, nur weil sie sagt, sie hat einen Freund, ist es nicht unbedingt das Ende des Gespräches. Und damit das Ganze jetzt funktionieren kann, musst du einen Unterschied verstehen. Und zwar der Unterschied zwischen einem Vorwand und einem Einwand. Wenn eine Frau sagt, sie hat einen Freund und das gar nicht die Wahrheit ist und sie zum Beispiel Single ist, dann ist das eigentlich nur ein Vorwand gewesen. Das war nicht die Wahrheit und der wahre Einwand, warum sie dir gesagt hat, dass sie einen Freund hat, also der wahre Grund, warum sie dir das gesagt hat, ist ein anderer. Und ich mache dir jetzt mal ein paar Beispiele, damit du das verstehst. Und das ist eigentlich der Sinn dieser Sprüche, die ich dir auch gleich im Nachhinein geben werde, was du sagen sollst. Der Sinn ist herauszufinden, hat die Dame wirklich einen Freund oder war das nur ein Vorwand? Denn hinter der Aussage, ich habe einen Freund, können viele verschiedene Dinge stecken. Ein wahrer Einwand könnte sein, dass sie wirklich einen Freund hat und glücklich vergeben ist. Dann gibt es für dich in diesem Szenario keinen Raum. Ein anderer Einwand ist aber zum Beispiel, du hast sie in einer Bar angesprochen und sie ist eigentlich Single, aber möchte gerade Zeit mit ihren Freundinnen verbringen und sagt dir halt stattdessen, dass sie einen Freund hat.
Und eine andere Sache könnte sein, du sprichst sie an, sie ist Single, aber dein Kleidungsstil gefällt ihr nicht und sie findet dich einfach nicht attraktiv und sagt dir halt einfach nur, dass sie einen Freund hat, weil sie nicht deine Gefühle verletzen will. Und wie kannst du jetzt diesen wahren Einwand lösen? Weil wenn sie wirklich einfach nur sagt, hey, der Grund ist einfach, dass ich dich nicht anschaulich finde, dann kannst du in dieser Situation den Einwand nicht mehr beheben. Wenn du einfach schlecht aussiehst von deinem Kleidungsstil, musst du grundsätzlich daran arbeiten, einen besseren Kleidungsstil zu haben. Dann klappt es auch. Ich würde auch an sich Männer nicht empfehlen. Ich habe so oft mit Männern schon gesprochen, die gesagt haben, ich will lernen, wie man Frauen anspricht, aber die sehen einfach objektiv nicht gut aus vom Kleidungsstil. Man muss kein Model im Gesicht sein, aber grundsätzlich gepflegt sein und eine Ahnung haben, was man da anzieht. Und das sind eh die ersten Punkte, an denen man arbeiten sollte. Ein anderer wahrer Einwand könnte sein, sie ist Single, aber sie hatte einfach einen stressigen Tag und ist gerade nicht in der Stimmung, jemanden kennenzulernen. Ein anderer Einwand könnte einfach sein, sie findet, du wirkst komisch. Also die Art, wie du redest, wie du rüberkommst, deine Körperhaltung könnte einfach komisch sein. Und es kann halt sein, dass diese Frau Single ist, aber halt als Abwehrreaktion auf dein Auftreten hat gesagt hat, ah nee, sorry, ich habe einen Freund. Und wie kann man jetzt diesen Einwand lösen? Naja, auch einfach wieder, indem man grundsätzlich an seiner Kommunikation arbeitet. Also wenn man einfach eher komisch oder nervös oder einfach nicht so gut rüberkommt, dann sollte man an diesen Punkten arbeiten, damit man allgemein einfach besser ankommt. Da kannst du nichts in der spezifischen Situation jetzt mit dieser Frau noch rausholen, aber du sollst einfach grundsätzlich daran arbeiten. Was gibt's noch? Aussage, ich habe einen Freund. Wahrer Einwand, bin zwar Single, aber treffe mich gerade mit jemandem. Sie datet aber jemanden und möchte gerade niemand anderen kennenlernen, fände es irgendwie komisch und unloyal, wenn sie jetzt jemand anderen trifft. Oder du wirkst unsicher und nervös und das mag ich nicht. Geht in die Richtung von, du wirkst komisch, in der Hinsicht, es kann sein, dass du nicht per se komisch wirkst, sondern normal und nett, aber halt einfach nicht männlich und attraktiv von deinem Verhalten, also dass du eine unsichere Körpersprache hast. Und auch hier, arbeite erstmal an diesen Punkten. Da gibt es keine Wunderpille, die dir da helfen wird. Und jetzt kommen wir zu den wahren Einwänden, mit denen wir was anfangen können. Denn es kann sein, du sprichst sie an und sie sagt zu dir, sie hat einen Freund, aber eigentlich ist sie Single und sie findet dich auch attraktiv, aber war einfach nur etwas überfordert. Wenn Frauen einen Mann gut finden, dann machen sie manchmal Sachen im Flirt, die dem Flirt eigentlich nicht so gut tun. Sie schieben, also als Abwehrreaktion schieben sie manchmal einen Riegel vor die Sache, einfach weil sie überfordert sind mit der Tatsache, dass sie sie mit einem attraktiven Mann flirten. Und das kann halt einfach sein, dass sie, es ist Abwehrreaktion, sagt, oh, der Typ ist heiß, okay, ich habe einen Freund. Das sagt sie halt einfach. Vielleicht kennst du das auch, stell dir mal vor, eine attraktive Frau würde dich ansprechen, aus dem Nichts, und direkt sagen, hey, du cooler Typ, bist du noch Single? Du wirst auch leicht überfordert mit dieser Situation. Und für diesen Fall helfen jetzt die Dinge, die ich dir gleich mitgeben werde, die Sachen, die du sagen kannst, um der Frau zu helfen, mit diesem initialen Widerstand umzugehen. Oder, was auch sein kann, ist, der wahre Einwand ist, sie wurde schon so oft angesprochen von Typen, das ist einfach ihre Standardantwort, um Typen rauszufiltern. Denn viele Typen würden dann direkt, wie gesagt, den Kopf einsinken lassen und dann halt gehen und enttäuscht sein und halt die Sache wäre gegessen. Aber es gibt halt einige Männer, die vielleicht sich von diesem Widerstand erstmal nicht kleinkriegen lassen, sondern einfach gucken, okay, stimmt das wirklich? Und charmant und gut und charismatisch mit der Situation umgehen. Und dann merkt die Frau, okay, das ist ein Mann, der meint das ernst, dann gebe ich ihm doch mal eine Chance. Also das ist quasi wie so ein Filter für Frauen. Und wenn wie eher bei diesen zwei Gründen sind, wenn das quasi die Wahrheit ist, sie findet sich attraktiv und ist überfordert und sie will einfach nur filtern, dann kann man das machen. Das Ding ist jetzt einmal nur, wie findet man raus, ob es dieser Punkt ist? Weil es könnte ja alles Mögliche sein. Könnte ja auch einer dieser Punkte sein. Jetzt, wie findet man das raus? Naja, indem man das sagt, was ich dir jetzt mitgeben werde. Und ich werde dir jetzt Wort für Wort sagen, was du sagen sollst. Was kannst du sagen? Der erste Satz ist was du bringen kannst, um die Situation aufzulockern. Und zwar, kein Problem, ich bin nicht eifersüchtig, er kann gerne mitkommen, wenn wir einen Kaffee trinken gehen. Das ist erstmal eine freche, lustige Aussage, die du da bringen kannst und die dazu führt, dass die Frau merkt, okay, du nimmst die ganze Situation nicht so ernst, du kannst doch damit spielen, du bist aber immer noch dreist und irgendwie auch selbstbewusst gehst du mit der Sache um. Und wenn du das Ganze locker rüberbringst, dann kann das funktionieren. Nochmal, wenn dein Kleidungsstil schlecht ist, du grundsätzlich sehr nervös bist, wenn du mit einer Frau redest, dann kann es sein, dass du diesen Satz auch dann am Ende komisch rüberbringst. Aber wenn du ihn gut rüberbringst, dann fängt die Frau erstmal an zu lachen und denkt sich, okay, was für ein dreister Kerl. Ich habe auch in der Vergangenheit mit Männern über dieses Thema gesprochen, die mir andere Sachen gesagt haben, die sie bringen würden. Sowas wie, ja, du hast zwar einen Freund, aber du kannst ja noch einen besseren haben und dann zeigen sie auf sich. Oder sowas wie, ja, du schaust ja gerne Fernsehen, aber du kannst auch ins Kino gehen. Damit ist gemeint, Kino ist ja die bessere Version vom Fernsehen. Und der Fernseher ist jetzt der Freund und Kino wäre dann halt dieser Mann, der den Spruch bringt. Und das Ding ist, diese Sätze sind zwar grundsätzlich auch zu einem gewissen Grad irgendwo schlagfertig, aber sie wirken nicht so charmant und sie wirken im schlimmsten Fall einfach nur arrogant, weil du musst bedenken, du kennst diese Frau erst seit 5 Minuten oder 5 Sekunden wahrscheinlich eher, wenn du sie ansprichst. Und
Das Gute an diesem Satz ist, es ist auch dreist, es ist auch charmant, aber es gibt dieser Situation noch irgendwie so einen Lösungsvorschlag. So, ja, wir können einfach zu dritt was trinken gehen. Natürlich würde dieser Lösungsvorschlag nie passieren. Das ist nicht ernst gemeint, aber das Ganze wirkt dann einfach besser und weniger arrogant. Was du dann sagen kannst, und dieser zweite Satz, der wird jetzt viele Männer verwundern, ist: Spaß, bei einer Frau wie dir kann ich verstehen, dass du schon vergeben bist. Interessanterweise machen wir hier direkt danach, wenn wir kurz gelacht haben, ein Kompliment. Und es kann überraschend sein, weil man sollte einer Frau, wenn man sie anspricht, nicht hunderte Komplimente machen. Ich bin auch kein Freund davon, sie mit Komplimenten zu überschütten, weil du sprichst sie ja an, indem du wahrscheinlich auch ein Kompliment machst. Du sagst sowas wie: Hey, du bist mir gerade aufgefallen, du siehst sympathisch aus, oder hey, mir gefällt dein Kleidungsstil, du siehst sehr attraktiv aus. Und dann sagt sie: Ja, sorry, ich habe einen Freund. Dann bringst du diesen ersten Satz: Kein Problem, können was zusammen was trinken gehen. Und dann sagst du: Ja, aber bei einer Frau wie dir kann ich eh verstehen, dass du vergeben bist. Das ist nochmal ein extra Kompliment, das du machst. Und das ist auch bewusst so. Weil eigentlich ist nur der dritte Satz wichtig. Und der dritte Satz kommt jetzt. Und diese zwei Sätze waren nur Vorbereitung darauf. Der dritte Satz, den du bringen sollst, ist eine Frage, die du stellst. Und zwar: Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Darum geht es eigentlich. Eigentlich geht es so darum, diese Frage zu stellen. Du fragst sie, wie lange du schon mit ihr, wie lange schon sie schon mit ihrem Freund zusammen ist. Denn basierend auf diese, je nachdem wie ihre Antwort ist, kannst du erkennen, ob diese Frau wahrscheinlich wirklich einen Freund hat oder nicht. Und jetzt ist es so: Wenn du diese Frage, diese letzte Frage schon locker und gut rüberbringen könntest, dann müsstest du diese beiden ersten Aussagen gar nicht treffen. Dann müsstest du gar nicht sagen, kein Problem, musst es gar nicht auflockern und auch ihr noch ein Kompliment machen. Dann reicht es einfach nur, das zu sagen. Das Problem ist so, dass viele Männer das nicht locker rüberbringen könnten und dann wirkt diese Frage sehr invasiv. Sie sagt: Ja, sorry, ich habe einen Freund. Und dann sagst du: Okay, wie lange seid ihr schon zusammen? Deswegen empfehle ich vielen Männern, das Ganze erstmal aufzulockern. Wie gesagt, braucht man nicht, die ersten beiden bräuchte man nicht, wenn man den letzten theoretisch gut macht. Aber angenommen, man sagt diese drei Sätze und dann ist man an dem Punkt, dass sie dir eine Antwort gibt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Je nachdem, wie ihre Antwort ist, kannst du erkennen, ob es gelogen war oder nicht. Angenommen, sie sagt dir wirklich ganz klar, deutlich, schaut dir in die Augen, sagt quasi ohne nachzudenken: Ja, seit 5 Jahren. Oder sag ja, seit 3 Jahren und wir sind letztes Jahr zusammengezogen. Das ist eine Antwort, aus der du schließen kannst: Okay, wahrscheinlich ist diese Frau wirklich vergeben. Aber wenn sie ein bisschen rumeiert bei der Antwort, die nicht wirklich in die Augen schauen kann, etwas länger darüber nachdenken muss und du das Gefühl hast, sie denkt sich gerade was aus, dann kannst du mit der Antwort einschätzen: Okay, ist diese Frau jetzt Single oder nicht? Und angenommen, sie ist Single oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie Single ist, weil sie rumgeeiert hat bei der Antwort. Was machst du jetzt? Was du nicht machst, ist: Du sollst nicht drauf rumreiten, wenn sie gelogen hat. Du sollst nicht direkt sagen: Aha, ertappt, du bist gar nicht vergeben. Weil was dann passiert ist: Ja, sie hat dann gelogen in dem Moment, aber wenn du sie dann noch drauf ansprichst direkt, dann erzeugt es aber noch mehr Druck, weil sie hat ja gelogen als Abwehrreaktion. Sie hat es ja nicht böse gemeint. Und deswegen ist nicht erstmal direkt ansprechen, sondern das Gespräch fortführen und das Thema erstmal vergessen. Also wenn sie Single ist. Also wenn du davon ausgehen kannst, dass sie Single ist. Ein Thema erstmal vergessen. Jetzt wichtig: Jetzt brauchst du eine gute Kommunikation. Du brauchst ein gutes Gespräch. Du musst wissen, wie du eine Frau zum Lachen bringen kannst. Du musst wissen, wie du die richtigen Fragen stellst, damit sie Interesse an dir hat. Du musst wissen, was du tun kannst, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, wie du gut Augenkontakt halten kannst. All diese Dinge sind wichtig. Und die erzeugen dann halt auch dann am Ende den Effekt von: Okay, dieser Mann ist ein interessanter Mann, mit dem möchte ich mich treffen. Denn wie gesagt, es kann ja auch teilweise sein, dass sie Einwände hat wie: Ich werde so oft angesprochen. Wenn sie aber dann merkt: Hey, du kannst gut mit ihr reden, du kannst gut mit ihr flirten, dann gibt sie dir natürlich eher eine Chance. Aber das kannst du erst dann machen, wenn du auch gut kommunizieren kannst. Oder der Einwand war sowas wie: Ich hatte einen stressigen Tag und bin nicht in der Stimmung. Wenn sie dann aber merkt, du bist locker, da gehst damit um, du kannst ihr quasi sogar auch den Tag ein bisschen versüßen oder aufhellen, dann lässt sie sich ja eher auf dich ein. Wenn dein Kleidungsstil gut ist, dann lässt sie sich eher auf dich ein. Es kann sein, dass sie Zeit mit ihren Freundinnen verbringen will, aber wenn du dann eine gute Kommunikation hast im Smalltalk, dann kann es sein, dass sie sich denkt: Okay, 5 oder 10 Minuten unterhalte ich mich gerne mal mit diesem Mann, weil der wirkt irgendwie interessant und aufregend. Also das ist so das Wichtige bei der ganzen Sache. Du brauchst eine gute Kommunikation. Falls sie vergeben ist, ist einfach nur Folgendes: Du hast ein sympathisches Gespräch, und wenn du merkst, sie würde dich gerne weiter noch unterhalten, hast du ein sympathisches Gespräch und hast einfach nicht mehr dieses Gefühl von: Okay, du gehst direkt weg, wenn sie sagt, sie hat einen Freund, sondern du fühlst dich wie ein Boss, der einfach da bleibt, der selbst entscheidet, wann er geht. Sie selber denkt sich: Okay, ein attraktiver Mann, der auch selbstbewusst genug ist, dann noch zu bleiben, obwohl ich sage, ich habe einen Freund und würde mich auch gerne mit ihm unterhalten. Das ist ein cooles Gespräch. Die Frau fühlt sich auch gut. Falls sie Single ist, kannst du dann nach, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, mit einem guten Gespräch, was in ihr auslöst, emotional, was ihr gefällt, was sie interessant findet, kannst du dann nach ihrer Nummer fragen. Und jetzt gibt es noch ein paar Punkte, die du hier bedenken musst bei dieser ganzen Sache.
Nur weil du jetzt diese Sätze hast und die Sätze funktionieren, wie gesagt, die ich dir gesagt habe, musst du jetzt nicht übermütig werden. Das sind keine Wunderpillen. Es kann sein, dass sich das jetzt ein bisschen motiviert hat, es mal zu versuchen, auf eine Frau zuzugehen und dann weißt du, was du sagen sollst. Aber nur weil du das jetzt kannst, heißt es nicht, dass du quasi den Part ersetzt, dass du lernen darfst, besser zu kommunizieren, dich besser zu kleiden. Das sind alles so Themen. Und deswegen, ich als Experte für Partnersuche und der selber Tausende, wahrscheinlich über 10.000 Frauen angesprochen hat, als er noch Single war und richtig, richtig gut irgendwann darin wurde, ich finde, Frauen ansprechen ist nicht für jeden Mann direkt der sinnvollste Weg. Angenommen, du bist, keine Ahnung, Anfang, Mitte 30, stehst im Leben, bist vielleicht auch eher ein bisschen schüchtern, dann würde es zu lange dauern, dieses Frauen ansprechen zu lernen, wenn dein Ziel ist, einfach nur eine Partnerin zu finden. Angenommen, du musst jetzt nicht mit 1.000 Frauen schlafen, sondern willst einfach nur eine Partnerin finden, die gut zu dir passt und musst jetzt nicht auch 100 Frösche küssen, bis du sie findest. Dann gibt es andere Wege, wie du auf zeitsparende Art und Weise Frauen kennenlernen kannst, weil Frauen ansprechen lohnt sich erst dann, wenn du wirklich gut darin wirst. Richtig gut, dass Frauen dir auch Nummern geben und wenn du dann eine Nummer hast, die Frau auch zurückschreiben. Wenn du das nicht lernen willst oder kannst, was du nicht musst, weil wie gesagt, wenn du mitten im Leben stehst, einen festen Job hast, dann hast du nicht die Zeit, jeden Tag das zu üben, wie man Frauen anspricht und so. Ich war damals 17, als ich damit angefangen hatte. Ich hatte auch die Zeit dafür, aber wenn man Verantwortung im Leben hat, muss man sich die Frage stellen, will man das lernen? Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist kein Muss, um irgendwie eine tolle Partnerin zu finden. Und wenn du, wie gesagt, je nachdem, du musst halt entscheiden, weil welcher Weg für dich Sinn macht. Wichtig ist, man kann als Mann regelmäßig Dates haben und tolle Frauen kennenlernen, man muss halt nur wissen, wie man das macht. Und wenn du lernen willst, wie du regelmäßig Dates haben kannst, jetzt unabhängig davon, welchen Weg du jetzt am Ende wählst, um Frauen kennenzulernen, wie du vielleicht auch deinen Kleidungsstil verbessern kannst, wie du, wenn du Online-Dating vielleicht nutzt, auch bessere Bilder haben kannst, dass du so Frauen kennenlernen kannst, worauf es kommunikativ ankommt in so einem Gespräch, naja, dann melde dich gerne zum kostenlosen Beratungsgespräch. In so einem Beratungsgespräch nehme ich mir mal wirklich eine Stunde Zeit für dich und erkläre dir, was du machen musst, um eine Partnerin zu finden. Es ist ein 1-zu-1-Gespräch, ganz privat. Bewirb dich da auf meiner Webseite www.kummeryamshidi.de. Den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video.